Miko Online, was geht? Willkommen zu meinem Lieblingsvideo, Frost. Ja, Frost ist ein bisschen komplizierter. Warum? Frost hat jetzt nicht gerade die besten Jahre hinter sich. Also früher war er einer der besten Frames, gerade für Verteidigung oder sowas. Mal, das ist ein ganz wichtiger Frame. Leider mittlerweile gibt es viele andere Frames und Frost hinkt ein bisschen hinten dran. Aber auch Frost hat seine Besonderheiten. Und ich stelle euch nur zwei Besonderheiten vor. Gut, viel mehr sind es halt auch nicht. Ich stelle euch mal zwei vor. Die erste, die wir haben, ist, also jetzt geht es erstmal in dem Video hier, geht es um die Schneekugel. In dem nächsten Video geht es um die Ulti. Aber jetzt geht es um die Schneekugel. Schneekugel ist ein bisschen kompliziert, denn man hat sie normalerweise für Verteidigung genutzt, damit das Verteidigungspot, damit er immer geschützt ist und alles drum und dran. Das braucht man heute nicht mehr, weil man killt die Gegner halt einfach. Früher muss man sich noch verteidigen, heute ist man im Angriffsmodus. Verteidigung ist heutzutage Überleben, nur an einem Punkt gefesselt. Die Schneekugel ist keine Schneekugel, es ist eher so eine Todes... keine Ahnung, was weiß ich, Todessternkugel. Denn sie macht True Damage und wenn ihr sie anmacht und Gegner gegen eine Wand knallen, bekommen sie True Damage Schaden. Das heißt, im Umkehrschluss, sie sterben, egal was kommen mag. Na, ui, 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 ui. Ja, es passieren ganz lustige Dinge teilweise. Na, ui, er ist ein bisschen weiter weggeflogen. Den kicken wir jetzt hier gegen die Wand. Das wird lustig. Achtung, ein bisschen nach da. So. Jawohl, 110.000 Schaden, nice. Ich habe mir überlegt, ob ich das Video überhaupt bringe, weil ich finde es doof, dass Frost jetzt mittlerweile nur auf das reduziert wird. Auf diese Funktion der Bubble. Weil früher war die Bubble wirklich eine der besten Fähigkeiten im Spiel, weil man sich verteidigen musste. Aber da man sich heute ja wirklich nicht mehr verteidigen muss, ist es sinnlos. Ja, Endgegner von dieser Fähigkeit ist Energie. Braucht Energie. Nichtsdestotrotz, das Bild habt ihr gesehen, viel Spaß damit. Probiert es gerne mal aus. Teilt mir mit, ob es euch gefallen hat.